Jetzt gehe ich mit der Tülle nah ran, dann entsteht hier ein weißer Punkt und den ziehe ich nur nach vorne durch und dann haben wir ein Herzchen. So wird Cappuccino. Ich mache nur diese zwei Standards. Genau, weil wir von der Barista-Liga, wir sind mehr die Sensoriker in der Kaffeebranche. Und diese Latte-Art-Geschichten, das nennt man also Latte-Art, wird natürlich von den Medien gerne verwendet, weil das kann man transportieren. Sensoren können sich nicht übers Fernsehen transportieren. Und das ist natürlich das Problem, weil wenn Sie mich filmen, sehen Sie primär erstmal Knöpfchen drücken. Und drum sind die Journalisten oder die Fernsehteams oft eben wieder dieser Latte-Art. Das ist aber für uns wieder uninteressant, weil es sind halt Handbewegungen, die sie lernen können. Aber für uns kommt es eben darauf an, dass der Kaffee ausbalanciert schmeckt zwischen Säure und Bitterkeit mit dem höchstmöglichen Süßeanteil. Und das können wir eben als Barista eben steuern über diese Maschinentechnik. Dankeschön. So. Und Sie sagten gerade, Ihr Kaffee ist Direct Trade aus Peru. Was ist das Besondere an dem Kaffee jetzt? Dass wirklich keine wirklichen Zwischenhändler eingebunden sind, dass das Geld direkt an den Farmer rangeht. Von daher wissen wir, was wir überweisen, was da unten ankommt. Und Direct Trade ist eben nicht nur auf das Geld bezogen, sondern wir fahren eben runter und bilden dort die Pflücker und die Farmer aus. Also es ist nicht so, dass wir jetzt da runtergehen und passt mal auf, was wir euch zu erzählen haben, sondern es ist ein gegenseitiges Lernen, denn wir können sehr viel über die Enzymatik der Pflanzen lernen, über den Aufbau der Varietäten, wie sind die Kaffeefarmen strukturiert. Und wir fahren eben sehr viel auf andere Kaffeefarmen auch noch und haben dadurch Einfluss von anderen Kaffeeplantagen. Und das möchten wir eigentlich den Leuten vermitteln. Und was unser Kunde dann den Benefit davon trägt, ist einfach, dass er auch aktiv dabei teilnimmt, Qualitäten zu verbessern. Ja, also ich möchte jetzt mal behaupten, dass der Kaffee schon ganz gut ist, aber dass da noch wesentlich mehr Potenzial drinnen ist, weil wir nehmen ja an Meisterschaften teil und da habe ich das jetzt auch ganz gut abgeschlossen. Weil das wäre jetzt zum Beispiel ein Kaffee, wo ich nicht unbedingt für eine Weltmeisterschaft verwenden würde. Weil da fehlt ihm einfach noch ein bisschen was. Man kann das eigentlich beschreiben, es gibt sogenannte Cup-Tastings, wir verköstigen die Kaffees und da gibt es ein Punktesystem, was maximal 100 Punkte aufweist. Und alles, was über 85 Punkte ist, nennen wir, oder diese Kaffees sind dann in der sogenannten Spezialitäten-Kaffeebranche unterwegs. Und der Kaffee kommt jetzt gerade mal so auf 85 Punkte und für Weltmeisterschaften suchen wir dann doch eher 90 plus Punkte. Da geht es aber primär darum, sind Defekte im Rohkaffeebereich zu finden, die durch, zum Beispiel durch Aufbereitungsfehler entstanden sind, dass sie zu schnell getrocknet sind, zu langsam getrocknet worden sind. Es gibt verschiedene Aufbereitungsmethoden und da nehmen wir Einfluss drauf. Also vor 2 Jahren habe ich Solarpanels mit nach Peru genommen, mit Zeolith. Zeolith ist ein natürliches Gestein, das die Fähigkeit besitzt, Wasser zu absorbieren. Also es funktioniert wie ein Schwamm. Und dann habe ich da gleichzeitig noch... Wir brauchen insgesamt noch 3 Cappuccino und 2 Espresso. Ja. Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgeräte an einem Filter angeschlossen, konnte somit eine Art Trockenhaus bauen, wo ich die Lufttemperatur und die Luftfeuchtigkeit steuern konnte. Was wiederum natürlich in den Aufbereitungsprozess sich auswirken wird, weil dadurch kann ich einfach die Zeit des Trocknens steuern. Und was bei Aromen in ganz vielen Lebensmitteln natürlich zu finden ist, ist die sogenannte Fermentation. Und durch die Fermentation können wir gewisse Aromen steuern, also einen gewissen Geschmacksprozess steuern. Und das war eigentlich der Hintergrund, warum wir da eben diese Zeolithe mitgebracht haben. Und Solarpanels waren einfach der Grund, weil die dort unten keinen Strom haben. Ja, also die haben Notstromaggregate am Abend, Dieselaggregate. Und jetzt muss man sich das vorstellen.
Für uns leben die im Paradies, ja, am Rande des Amazonas, ist ja Äquator, früh um 6 beginnt die Sonne oder es hell zu werden und am Abend um 6 geht die Sonne unter und dann beginnen die Notstromaggregate zu bumpern. Alles stinkt nach Diesel und für was brauchen die Notstromaggregate? Einfach nur um Licht zu machen. Und deswegen haben wir leben hier im High-End in Europa, wir können uns Hochseejacht Solarpanels kaufen, die 1,8 Kilo wiegen, auf Folien aufgezogen sind. Und das war so das Sponsoring, was wir eben gemacht haben. Wir haben da Panels mit runtergebracht, mit Wechselrichter, damit die dann zum Beispiel, weil Handys sind dort auch weit verbreitet, auf so einer Kaffeefarm, dass die Licht und ihre Handys einfach ohne Notstromaggregate zum Beispiel anmachen können. Zusätzlich waren dann diese Temperatur und Feuchtigkeitshülle auch noch dran angeschlossen, damit die einfach ein autarkes System besitzen. Und jetzt hier vor Ort haben Sie hier Ihre Kaffeeschule. Was genau machen Sie hier? Ich mache Barista-Zertifizierungen über die SCRE. Die SCRE ist die Specialty Coffee Association of Europe. Das ist also ein Spezialitätenkaffeeverband, der auch eben diese Meisterschaften ausrichtet. Und zwei Espresso noch. Und noch ein Cappuccino. Und da bin ich eben Trainer davon, darf schriftliche und praktische Prüfungen davon abnehmen. Und gestern war zum Beispiel ein sogenannter Level-2-Kurs, was ganz viel über Rohkaffee-Management geht. Das sieht man mal hier drüben zum Beispiel eine Rohkaffee-Defekte-Tabelle. Was sind Defekte im Rohkaffee-Bereich? Da gibt es also verschiedene Defekte. Defekte, die sich im Geschmack aus Geschmack sich widerspiegeln. Und andere Defekte, die jetzt nicht im Geschmack sind, zum Beispiel Steinchenästchen. Das ist dann einfach eine Ausselektierungsmethode, was uns natürlich aber auch betrifft, weil wenn ich jetzt hier in Deutschland jemanden hinstelle, der noch Steine und Äste ausselektieren muss, dann ist das natürlich fast nicht mehr zu bezahlen. Also in Deutschland ist die Deadline auch für guten Kaffee bei ca. 25 Euro zu finden. Es wird danach schwieriger, diese Kaffees an den Mann zu bringen. Alle wollen sie zwar fair und bio sein, aber das ist halt ein ganz großes Thema. Das reicht nicht aus, weil wenn sie 25 Euro Endkonsumentenpreis aufrufen, haben wir schon mal 2,90 Euro Kaffeesteuer, wir haben 7% Mehrwertsteuer, wir haben Verpackungen dabei, wir haben die ganzen Arbeitsprozesse dabei und da bleibt nicht mehr allzu viel übrig, von hochwertigen Kaffees dann zu sprechen. Ja. Und die ganzen Supermarktkaffees zwischen 10 und 15 Euro, das ist nochmal eine andere Geschichte. Wobei die Major-Röstereien, also die Riesenröstereien natürlich nochmal andere Einkaufspreise haben, ganz klar, und die haben auch keine schlechten Qualitäten. Also die schlechten Qualitäten ist dann schon immer fragwürdig, wenn man für 7,99, 8,99 ein Kilo Kaffee bekommt. Da braucht man, glaube ich, also von meiner Seite nicht wirklich von Qualität sprechen, weil es wird dann auch schwierig, in solchen Kaffees diese Balance zu finden zwischen Säure und Bitterkeit, weil der normale Konsument geht eben davon aus, ich kaufe mir 100% Arabica. Aber waren Sie schon bei der Metzger im Aura? Nee, noch nicht. Nee. Da können Sie mal nachfragen, was Gelbwurst bedeutet. Ich weiß nicht, ob hier jeder weiß, was eine Gelbwurst ist in Franken. Und also ist die Lieblingswurst von Kindern, weil natürlich auch jedes Kind dann von der Metzgerin rausgeht, ein Stück Gelbwurst bekommt. Und Gelbwurst ist auch 100% Schweinefleisch. Aber da wird natürlich nicht unbedingt irgendwelche Filetstückchen verarbeitet, sondern vielleicht das Schnäuzchen, das Rüsselchen, das Schweinehirn und solche Geschichten. Und es ist damit nicht gelogen, wenn ich sage, da ist 100% Schweinefleisch drin. Und es ist auch nicht gelogen, wenn ich auf meine Kaffeepackung drauf schaue, es ist 100% Arabica. Aber für 8,99 das Kilo werden da mit Sicherheit nicht die sogenannten AA-Plus-Qualitäten drin stecken, sondern eher die sogenannte Triage. Ich habe hier auch mal. Ein paar so Rohkaffeemuster, was Qualitäten eben auch bedeuten kann. Also das ist 100% Arabica und das ist auch 100% Arabica. Ja, also das sind dann noch eher AA-Plus-Qualitäten, die dann nach dem gleichen
Größen sortiert werden, wenige Defekte drin. Hier sieht man schon, wir haben überfermentierte Bohnen, Lochfraßbohnen, zerquetschte Bohnen. Die Kaffees werden also über Siebe, das sollte Siebe nur im großen Stil natürlich, nach Größen sortiert und dann auch noch über pneumatische Farbsensoren ausselektiert. Also alles, was zu hell ist, zu dunkel ist, noch vor dem Rösten, wird pneumatisch ausgeschossen. Das landet natürlich irgendwo. Und eine Farm wird zu 100% alles verkaufen. Ja, es ist also nicht so, dass nur das verkauft wird und das geht irgendwo hin, sondern das wird genauso verkauft. Und da gibt es dann verschiedene Einsatzzwecke, also von Instant-Kaffee angefangen bis über zu sehr kostengünstigen Mischungen, die auch oft in der Gastronomie zu finden sind. Genau, und da möchten wir einfach mehr Transparenz reinbringen. Denn der Kunde geht davon aus, oh, 100% Arabica, jetzt habe ich keine Bauchschmerzen mehr und so funktioniert dieses Spiel eben nicht. Zusätzlich ist ein ganz großes Problem eben der sogenannte Barista. Denn Kaffee ist ein Halbfertigprodukt, das bedeutet, im Kaffeebereich, im Weinbereich habe ich ein Fertigprodukt. Ja, da ist der Winzer mit seinem Prozess abgeschlossen. Ich habe also ein fertiges Produkt, muss es nur noch aufmachen, ein paar schöne Gläser aussuchen, vielleicht noch den Hinweis beachten, dass man ein wenig atmen lässt und dann kann ich dieses Produkt genießen und kann fast nichts mehr damit zerstören. Als Barista sehen wir leider jeden Tag auf der Straße, der Arbeitsprozess, bis er verpackt ist und im Regal steht, ist fast ein halbes Jahr. Also vom Ernten, Aufbereiten, Trocknen, Verschiffen, Rösten, wiederum verpacken, zwischen 5 und 7 Monate Arbeit. Und dann kriegt es der sogenannte Barista in die Hand und schafft es innerhalb von 30 Sekunden, die Arbeit von einem halben Jahr zu zerstören. Und leider ist es so, dass früher eben diese Kaffeebranche in drei Lager gespalten war. Das waren einmal die Kaffeefarmer mit den Rohkaffeehändlern, danach kamen die Röstereien und danach kam der verarbeitende Betrieb, einfach die Cafés oder heutzutage diese Coffeeshops. Und es war keine wirkliche Kommunikation zwischen den drei Parts. Ja, jeder, also wenn man einen Kaffee eröffnet hat, kam der Maschinentechniker vorbei, hat es installiert und hat gesagt, so jetzt drückst du auf den Knopf, dann kommt da unten Kaffee raus. Und was soll jetzt der Barista dann Sinnvolles machen aus dem genau. Kaffee? Genau, und wir versuchen jetzt erstmal wieder die Wertigkeit des Kaffees aufzubauen, um dem sogenannten Barista erstmal zu vermitteln, dass es ein hochkomplizierter Extraktionsprozess sein kann. Also es ist natürlich auch die Frage, wo will ich hin? Ich kann 3 Jahre Koch lernen, kann dann bei McDonald's arbeiten oder in der Sterne-Gastronomie. Ja? Bei McDonald's muss ich nicht unbedingt Sensorik besitzen, sondern muss schnell sein, aufmerksam sein, um dieses ganze Gebimmel unter Kontrolle zu bringen. In der Sterne-Gastronomie muss ich auch aufmerksam und schnell sein, aber ich brauche zusätzlich Sensorik. Und das ist jetzt hier bei einer Espressomaschine, das würde ich Ihnen mal jetzt gerne einfach mal demonstrieren. Gehst du mal kurz weg, bitte, Herr. Es ist speziell bei Espressomaschinen ein Zusammenspiel aus erstmal 2 Parametern. Das ist eines die Füllmenge des Kaffees und das andere ist das sogenannte Mahlgrad. Ich fange primär erstmal immer mit der Füllmenge an, denn beim Espresso-Bereich haben wir ein sogenanntes Druckverfahren. Wir schießen eine Wassersäule mit 9 Bar Druck durch das Kaffeemehl durch. Und wenn jetzt der Kaffeepuck, wenn hier Kaffee drin ist und wir haben den verdichtet, nennen wir das Kaffeepuck. Wenn der Kaffeepuck nicht mit der Kaffee, das ist der Kaffeepuck, wenn der Kaffeepuck nicht mit der Dusche richtig abschließt, da oben ist die Kaffeedusche dran, dann haben wir eine Luftblase zwischen Kaffeedusche und Kaffeepuck. Dann kommen diese 9 Bar Druck, fliegen erstmal eigentlich in die Luft und dann kann es Turbulenzen geben, die den Kaffee aufwirbeln. Und Wasser mit Druck wird sich immer den Weg des geringsten Widerstandes suchen. Ja. Es bohrt sich also irgendwo einen Kanal durch diesen Kaffee und dann überextrahieren wir den Kaffee. Denn wenn wir mal uns eine Kaffeebohne anschauen, in einer Kaffeebohne sind maximal 30% lösliche Inhaltsstoffe enthalten. Das ist aber nicht das beste Ergebnis, wenn wir die komplett 30% rausziehen. Der perfekte Kaffee weist eine Balance auf zwischen Säure auf der einen Seite, Bitterkeit auf der anderen Seite und für mich mit dem höchstmöglichen Süßeanteil. Und diese Balance finden wir bei einer Extraktionsrate zwischen 18 und 22%. Also im professionellen Bereich arbeiten wir mit sogenannten Refraktometern. Da können wir also TDS-Werte bestimmen. TDS ist Total Dissolved Solutions.
Das bedeutet einfach nur, dass wir die Schwebeteilchen im Wasser damit messen können. Dann haben wir gewisse Software-Geschichten, wo wir dann also wiederum die Sättigung des Kaffees auslesen können. Und da ist es eben zu finden, dass diese Balance zwischen 18% und 22% zu finden ist. Und das würde ich Ihnen jetzt gerne mal zeigen, denn es gibt auch ein paar Tipps. Die meisten werden ja mit Vollautomaten zu Hause arbeiten. Oder zumindest ist in den Büros stehen häufig die Vollautomaten. Im Espresso-Bereich ist zum Beispiel, es beginnt jetzt schon mal wichtig, dass wir haben jetzt den Kaffee frisch vermahlen und wir sehen unterschiedliche Kaffeeoberflächen. Hier ist mehr als hier enthalten. Darum ist es wichtig, dass wir schon mal die Oberfläche uns gerade ziehen, also gleichmäßig verteilen und jetzt mit diesem Temper gleichmäßig verdichten. Und wir sehen es halt auch immer häufig, dass in der Gastronomie dann einfach so getemmt wird, ja? Aber wenn ich so temp, sieht man ganz klar, habe ich wieder schräg getemmt, also schräg verdichtet. Das wird bedeuten in der Praxis, dass hier das Wasser schneller durchläuft als hier. Dadurch haben wir auch wieder keine gleichmäßige Extraktion. Ja? Das ist eben ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren, dass am Ende der korrekte Kaffee rauskommt. So, jetzt spiele ich einmal kurz die Brühgruppe durch. Machen wir uns mal einfach eine Tasse Kaffee und achten mal, wenn Sie alle mal ein bisschen näher rankommen, wir achten jetzt einfach mal auf die Farbe des Kaffees. Der Kaffee läuft jetzt schön haselnussbraun raus. Und ab einem gewissen Punkt, ab einem gewissen Extraktionspunkt, wird sich diese Farbe eher in einen Ockerton ändern. Und dieser Ockerton ist oft ein optisches Anzeichen, dass wir auf diese 22% hingehen. Es liegt aber immer an der Röstung, an der Varietät des Kaffees, wann diese Blondphase beginnt. Und ich ziehe jetzt mal hier die rechte Tasse weg, denn jetzt sehen wir diesen konstanten Ockerton. Und das ist auch der Klassiker beim Vollautomaten. Wenn Sie da eine Tasse drunter stellen, dann läuft der und läuft und läuft und läuft. Aber ab spätestens der Hälfte der Tasse haben Sie diesen Ockerton. Und wenn wir jetzt das Ganze weiter beobachten, jetzt sehen wir schon, dass die Flüssigkeit einfach nicht mehr sirupartig ist, sondern ist wirklich ein dünnflüssiger Strahl, der hier rausläuft. Der wird immer heller und heller. Und jetzt gehen wir langsam auf diese 30% durch. Jetzt wird gleich nur noch Wasser, oder da sind wir jetzt schon voll drin, jetzt kommt hier nur noch Wasser mit Dreck rausgelaufen. Und dieser Dreck überlagert uns die feinen Aromen im Kaffee und dadurch wird der Kaffee jetzt primär im bitteren Sektor stehen. Und das ist für mich eigentlich der hauptausschlaggebende Punkt für Bauchschmerzen. Denn jetzt schwemmen wir hier diese ganzen Chlorogensäuren und Röstbitterstoffe rein, die die feinen Aromen überlagern und die dann halt auch die Magenschleimhäute zum Beispiel mit reizen. Aber grundsätzlich müssen wir da auch mal eher Richtung Paracelsus gehen. Die Dosis macht was zum Gift. Denn es ist nicht immer der Kaffee, der Bauchschmerzen verursacht. Ja. So, was ich mit der anderen Tasse mache, die lassen wir jetzt noch ein bisschen laufen. Bei der anderen Tasse werde ich jetzt einfach nur heißes Wasser drauf geben. Denn was passiert bei dieser Tasse? Hier gebe ich heißes Wasser mit Dreck drauf und den Dreck kann ich mir einfach nur sparen, indem ich heißes Wasser auf den Kaffee gebe. Und das machen wir jetzt so. Diese Variante nennt man Americano. Kommt wirklich aus Italien. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren den Italienern, den Amerikanern, wie die in Italien stationiert waren, die Espresso zu kräftig. Und dann hat der Luigi einfach ein bisschen Wasser verwendet, um diesen Espresso einfach zu strecken. Und es ist völlig legitim, ja, mit heißem Wasser zu arbeiten. Leider müssen wir das auch immer noch ein bisschen versteckt machen. Also ich stelle mich da gerne davor, dass der Kunde unbedingt sieht. Weil es gibt immer noch genügend Leute, die innerlich ausrasten, wenn die sehen, dass ich da Wasser drauf gebe. Aber ich meine es nur gut. Ja, also für mich wäre es das Einfachste, das Ding einfach so durchklatschen zu lassen, ohne mitdenken zu müssen. Aber ich möchte eigentlich das Bestmöglichste aus dem Produkt eines Kaffeefarmers machen. Ja, da hat jeder Herzblut reingegeben, vom Kaffeefarmer bis zum Röster. Und genau. Und ich möchte mich auch in dieser Kette einfach mit einreihen und das Bestmöglichste draus machen. Da 5 Sekunden drauf hält, haben wir einen Tiptop-Espresso. Und das ist falsch. Ich stelle Ihnen hier 10 Espresso hin mit Tiptop-Creme.